Mann! Nein! Nein, ey, Mann, geh doch weiter! Was ist das? Auf was wartest du, ey? Hä? Nein! Jetzt muss ich die Sonne nochmal machen, ich will nicht! Wir haben gar keine Zeit, wir müssen uns beeilen. Wir sind hier beim Tower of Hell heute. Und hatten einige von euch vorgeschlagen, Leute. Und da geht es darum, glaube ich, eine Obi. Und wie du sehen kannst, ist auch die Gravity hier ein bisschen anders. Wenn ja, wir ja. springen, sieht es ein bisschen fliegen anders. Irgendwie mehr so. Genau. Und es geht darum, den Tower of Hell zu entkommen. Ne? Wir müssen nach oben kommen. Und es ist natürlich hier sehr, sehr chaotisch. Es sind zu viele Spieler, zu kleine Steine. Das Gute ist, man kann sich nicht gegenseitig berühren. Und es gibt keine Checkpoints, ne, Nina? Oh Gott, ich will nicht runterfallen, auf gar keinen Fall. Es gibt hier nur... Oh, nein! Leben. Mich hat's zerlegt. Okay, ich sehe schon. Ich bin in diese Sonne reingeraten. Nein, ich auch! Oh! Ja, und rechts können wir immer den Fortschritt von den einzelnen Leuten sehen. Oh ja, das ist ja echt ein Wettrennen. Wobei, ich glaube, es gibt hier einzelne Checkpoints hier unten, glaube ich. Ja, vielleicht so... Hürden, die man schaffen muss. Ja, also es gibt, glaube ich, immer so einen Bereich. Mhm. Ne, eine Etappe sozusagen. Ziemlich schwierig. Habt ihr schon mal Tower of Hell gespielt? Also für mich ist das wirklich ein Turm der Hölle gerade. Ich dachte eigentlich, das ist relativ easy, wo ich das gesehen habe. Na, die Sonne hat mich schon wieder zerlegt. Oh, nee. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt gestartet bin. Vielleicht muss ich da nochmal drauf. Nein! Oh Mann, da war so ein Typ, der war daran schuld. Mann, der hat mich voll gestört. Die anderen sind schuld. Ja, natürlich. Und das Gute ist tatsächlich, wir können immer unsere Zeit etwa sehen. Dann wissen wir auch, wie ungefähr unsere Videolänge ist. Also wenn das hier vorbei ist, haben wir die ersten 6 Minuten. Jetzt nicht, dass wir das unnötig strecken, aber man weiß es halt. Man weiß dann, okay, jetzt reicht es auch irgendwann. Ich will nicht die Sonne nehmen. Ja, ich würde eher hier links vorbeigehen. Das ist einfacher, sage ich dir. Geh du zuerst. Oh Gott. Nein! Oh! Oh Gott, ich bin immer noch da. Ich habe schon die zweite Runde gemacht. Oh Gott, ich hab's geschafft. Dreht sich das auch? Nee, das dreht sich nicht. Gott, siehst du oben einmal lang. So, wo lang muss ich denn jetzt? Ach, kann ich mir aussuchen, ob Würfel oder Kugeln. Okay. Ey, die Gravitation ist halt ganz anders. Nein! Hier. Ich bin einfach komplett durchgefallen. Jetzt muss ich die Sonne nochmal machen. Ich will nicht. Okay. Manchmal hilft nur noch heulen. Jetzt geht's hier oben lang. Oh Gott, das ist ja mega schwierig. Ist ja richtig schwierig. Oh Gott, Leute. Nein, nein! Oh, ja, okay, ich bin wenigstens hier aufgekommen. Das ist sowas von schwierig, dieser Tower of Hell. Und dann gibt es ja auch noch eine Zeit, ne? Hallo? Hallo? Hola, como estás? Tatsächlich immer noch. Oh. Oh. Ach, so man hat so viele Schreckensmomente hier in diesem Spiel. Ja, wichtig ist. Also hier lasse ich mir jetzt mal gerade Zeit, das ist mir egal. Okay. Mann, ich kann das nicht, wenn da andere Spieler sind. Die sollen mal abhauen. Meine Hände schwitzen. Ich kann nicht schwitzen, weil... Horror! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Nimm das immer einzeln, oh Gott. Ich hab so richtig Schiss einfach. Oh, das schafft man niemals in der Zeit. Also ich hab nur noch anderthalb... Ja, wow! Jetzt bin ich ganz nach unten gefallen. Nein! Gibt's ich bin auch ganz nach unten. Nein, man darf wieder von unten anfangen. Ja, okay, ja wir das gleichzeitig niemals schaffen in dieser Zeit. Oh,
Eine Minute zehn. Tower of Hell. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das schafft man niemals. Doch, das schafft man, aber... Ja, jetzt noch eine Minute. Vor allem, wenn da so viele Leute sind, die machen einen total wahnsinnig. Jetzt läuft hier die Zeit. Komm, wir warten auf die nächste Runde. In der nächsten Runde geht's jetzt weiter. Wir warten hier kurz eine Minute. Ich gebe noch nicht auf. Ja, du hast mal auf die Uhr geguckt. 41 Sekunden, na und? Ich mache jetzt Speedrun. Allein, ich glaube, dieser eine Level da mit diesem Uhrzeiger da, der dauert schon 43 Sekunden wahrscheinlich. Hau ab! Lass mich! Ich kann das nicht, wenn da wer anders ist. Hallo Khan. Hallo Khan. Ja, ich. Achso, mich hat jemand erkannt. Khan, hi, grüßt euch. Ich bleib einfach vor denen stehen. Wollt ihr mir auch noch was sagen? OMG. Nina. Nina hat sich so richtig, richtig aufdringlich so, hallo, sagt mir auch hallo, hallo, hallo. Okay, jetzt geht's hier aber ab. Ja, Leute, grüßt euch, wer da jetzt auch da ist. Achso, die haben Ferien. Oh, ich wollte gerade sagen, müsst ihr nicht zur Schule? Das ist noch Ferien. Also in vielen Bundesländern ist schon Ferien jetzt. Okay, es geht hier hoch. Das ist jetzt ein anderer Level, ja, ne? Man darf nicht, oh Gott. Man darf nicht auf die leuchtenden Flächen. Verbrennt man ich bin auch schon, ich bin schon vor es hier, fängt schon super an. Die ersten Leute sind hier schon super aufdringlich. Also nicht im Sinne von, dass ihr uns ansprechen möchtet, sondern dass wir versuchen, da hochzukommen. Und es sind halt alle beim ersten Obstacle. Nina Khan, hi, grüßt euch. Komm schon. Komm schon. Oh, ich hab das doch gar nicht berührt. Nicht mal im geringsten. Yes! Oh Gott, das war schon wieder knapp. Ich sehe, Nina ist momentan ganz oben. Also von uns allen. Keiner ist weiter oben. Ich komme noch nicht mal im Komm hier nicht hoch! Was ist das? Hä? Wie soll man da hochkommen? Ich hab doch nichts berührt! Boah, die ringen mich voll auf! Ja, ich hab's. Okay, ich muss da irgendwie näher ran. Aus der Ego-Perspektive kann ich nicht spielen. Ja, ich auch nicht, aber das Problem ist, es kommt keiner am ersten Obstacle vorbei und die anderen... Boah, Leute, mich hat's zerlegt, voll zerlegt. Hä, wie soll man das denn schaffen? Diese Wand ist ja eine Katastrophe. Wird noch viel schlimmer. Diese ganzen Einzelteile von den Roblox-Figuren, die da immer vom Himmel fallen. Nein! Ah! Ich meine... In diesem Spiel hilft es auch nicht weiter, dass Roblox allgemein ein bisschen buggy ist. Hä, ich bin überhaupt nicht da drauf getreten. Hi. Ja, Leute, wir sind auch froh, wenn wir immer Fans treffen, wirklich. Dann weiß ich, okay, wir spielen die richtigen Spiele. Das, was gerade unsere Zuschauer interessiert. So, du machst das sehr gut. Oh, tut mir leid. Ey, ich hab's nicht berührt. Wirklich nicht. Ich hab's wirklich nicht berührt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Nein, ey, Mann, geh doch weiter! Auf was wartest du, ey? Der regt mich voll auf! Auf was wartet der da? Hey, verfolg mich nicht. Jetzt bin ich in Ruhe. Oh, Mann, ja, komm, wir stehen da zu dritt auf diesem Ding. Ja, geht vor. Lasst mich in Ruhe. Jeder braucht hier seine Zeit. Hä? Ich verstehe das nicht. Leute, könnt ihr nicht einfach mal vorbeigehen? Könnt ihr nicht einfach mal abhauen? Ey, guck, jetzt sterbe ich schon wieder an diesen Noob-Stellen. Ey, guck mal. Da hat auch jemand geschrieben, rest in peace. Ist ja nicht falsch. Oh, ich dachte, es gibt hier so Ebenen-Checkpoints. Aber nein, der Tower of Hell muss auf einmal gemacht werden. Khan und Nina. Komm, ich sag jetzt einmal hallo. So, jetzt muss ich mich aber hier weiter konzentrieren. Ich komme hier nicht hoch. Jetzt hau ab! Oh Gott. Ja, okay. So. Wie kommt man jetzt hier hoch? Ja, man muss da so an der Wand hochspringen quasi. Ach so. Ah, okay, okay. Nee, warte. Ich krieg's auch nicht hin. Einmal habe ich's schon geschafft, aber. Du musst einfach, das ist. Da kannst du hochklettern.
Du musst nur gerade davor. Oh ja, jetzt sehe ich es, Nina, was du meinst. Boah, das schafft man doch niemals. Diese Türen, ne? Boah, das ist schwierig. Das gefällt mir. Das ist schwierig, das gefällt mir. Wenn es schwierig ist, gefällt mir das prinzipiell schon mal gar nicht. Doch, ich mag das eigentlich. Oh nee, jetzt bin ich ja schon wieder abgestürzt. Bist du da rübergekommen? Ja, bis zu den Türen halt, wo du letztens... Also, achso, ja, meintest. Darüber hinaus noch nicht. Nee. Ich glaube, da hat schon jemand die Türen geschafft, oder? Komm, beweg dich. Nein! Ich verstehe dieses System noch nicht so ganz dahinter. So, da geht's. Was ist das hier schwer? Was ist das für ein Level? Oh nein, jetzt bin ich ganz nach unten gefallen, weil der Sprung zu... Oh, Leute. Mann! Jetzt also wenn wir heute einen Tower schaffen, dann bin ich zufrieden. Überhaupt einen. Hallo YouTube, abonniert Khan und Nina. Richtig. Was hat... Was stand da? Abonniert Khan und Nina. Weiß so, das nicht. Ja, danke für den Support. Ey, nein! Mann! Wenn ich nur eine Tür schaffe, bin ich Riesenfan. Ja, okay. Wir sind auch Riesenfans. Wenn ich die erste Tür schaffen würde, ne, dann wäre ich schon richtig zufrieden. Aber ich schaffe noch nicht mal die erste Tür. Ich auch nicht. Boah, da sind schon welche ganz weit oben. Pros. Von den Pros, wir nicht. Ja, ich... Also ich komme an den Türen einfach nicht weiter. Hm. Nein. Nein. Ah! Raste aus. Oh mein Gott, abonniert alle Khan. Ja. Ey, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Mann! 59 Sekunden. Guck mal, einer hat es geschafft. Guck mal, die ist ganz oben. Siehst du das rechts? Gut gemacht. Da macht jemand Werbung für seinen Instagram-Account. Das ist mal klug. Wann muss man da rein? Was ist denn jetzt passiert? Ja, der Tower ist zu Ende. Ach so, ich dachte gerade, ich wäre runtergefallen. Bin ich aber gar nicht. Nein, das war zu Ende. Die Zeit war zu Ende. So, man hat immer 8 Minuten Zeit für einen Tower. Ja, ich weiß. Da singt jemand den Pineapple-Song. Pineapple Pan. I have an apple. I have an apple. Pineapple Pan. Ich kann die Melodie nicht nachmachen. Ey. Leute, bewegt euch doch einfach. Die Leute, die da stehen bleiben die ganze Zeit, bewegt euch! Ich führe. Dann nicht mehr. Das ist immer sehr nur vor, das war nur von kurzer dabei. Und dann darfst du wieder nach unten. So, komm Leute, das ist die Neonhölle. Ey. Toll. Ey, ich finde... Mann, ey! Andere Spieler machen einem das Leben richtig schwer. Und was, aber was sagst du bisher zum Spiel? Ist schon cool, auch so, dass man so ein bisschen in Panik verfällt, weil es ja keine Checkpoints gibt. Das heißt, man muss sich echt besonders anstrengen und wenn man es dann nicht schafft, ist es natürlich mega ärgerlich. Also ich finde es cool. Ja, ich finde der Frustfaktor ist sehr, sehr hoch. Es ist, genau, es ist super schwer, aber es ist trotzdem cool. Die eine ist richtig gut. Guck mal, die ist schon wieder irgendwo weit, ganz weit oben. Hier, ich weiß nicht, wer du bist, aber du machst das echt klug, weil die läuft die ganze Zeit neben mir her und sagt, abonniert den. Was? Was ist denn jetzt passiert? Hey, ich war auch ziemlich weit oben. In dem roten war ich schon, so weit war ich noch nie. Ich krieg zu viel. Ich krieg echt zu viel. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. I have an apple. Wir sollten mal einmal streamen, weil dann könnten wir mit euch gemeinsam Roblox spielen. Das fände ich auch mal ziemlich cool. Pineapple Pen. Beim Roten war ich auch gerade schon. Aber dann bin ich hier irgendwie gestorben. Ich verstehe nicht warum. Ah, Khan! Was? Das war nur wegen dir. Was habe ich gemacht? Ich habe extra versucht, an dir vorbeizuspringen und dann bist du genau in dem Moment, hast du dich bewegt und ich bin dann von dir abgeprallt. Ich werde zum Tier hier. Oh, komm, Leute, oh. Was soll das? Okay, vor mir ist nur eine. Oh, das ist so schwierig, ey. Ich schaffe das niemals. Das ist so Obi Ninja Warrior für Pros.
Ich werde verfolgt von jemandem, die ganze Zeit Nida! Ich finde das immer sehr, sehr süß. Jetzt. Boah. Boah. Nina, ich sag dir, es kommen Stellen, die machen gar keinen Spaß. Kommt noch schlimmer. Ja, ich bin jetzt bei Gelb. Und dann kommt noch meine Höhenangst dazu. Ja. Auch wenn es nur ein Spiel ist, ich habe hier mega viel Angst. Okay, wo lang muss ich? Das verstehe ich nicht. Wieso kann ich da nicht hochspringen? Ich habe das nicht berührt. Och Mann, immer dieses von vorne anfangen, das geht einem voll auf die Nerven. Oh Gott. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Kann das mal bitte einer erklären? Dann mach ich auch nur grrr. Nein! 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 Das schafft man niemals. Niemals. Wenn du beim ersten Mal schon alles vergeigst, dann schaffst du das niemals. Alleine schon von der Zeit her ist das gar nicht möglich. Ey, guck mal jetzt. Ich bin ganz ehrlich, ne? Alter. Der Frustfaktor ist hier wirklich sehr so. Ich möchte hoch aber 3000. Ein Tower of Hell möchte ich danach einen noch machen. Noch einen danach? Einen möchte ich noch machen danach. Um zu gucken, was es der nächste ist. Und ob wir den schaffen könnten. Oh nein! Leute, schaltet mal zu Nina. Schaltet mal zu Nina. 22, jetzt kannst du knicken. Wir sind beide gleichzeitig verendet. Das ist wie jetzt, wenn man irgendwie bei Fußball ist und es ist irgendwie 90. Minute und man liegt 8:0 zurück. Und alle denken, ja, soll ich mich jetzt noch anstrengen? Oder ist egal? So fühle ich mich gerade. Ich fühle mich gerade einfach sehr, sehr leer. Ich habe es da oben bis zu diesem drehenden Teil geschafft. Nee, ich bin immer beim Roten gestorben auf den Plattformen. Ja, das ging. Rot ging eigentlich. Also, ich bin immer an diesem Laser gestorben. Das war irgendwie blöd. Nee, da geht's eigentlich. Muss man nur ruhig bleiben. Ich bin immer gestorben, obwohl ich nicht gemerkt habe, dass ich irgendwo gegengekommen bin. Das hat mich immer genervt! Ey, jetzt schaffe ich den Anfang mal. Das sieht ja witzig aus. Nee, komm, ich konzentriere mich schon mal, ich bereite mich schon mal mental auf die nächste Runde vor. Nina, wir sollten uns mental auf die nächste Runde bestellen. Ich übe lieber noch ein bisschen. Einstellen. Ich kann hier ja so lange ein bisschen Community-Arbeit machen. Ich schreibe auch hier. Ich schreibe mal cool. Was? Hallo, komm, der beste Tag meines Lebens. Ich schreibe mal, ihr seid im Video. Was ist das für ein Tower hier? Who is Khan? Schreibt hier jemand. Jemand, der dich nicht kennt. Was gerade hier live? Nein, echt? Oh mein Gott. Ich schreibe. Nina ist nervig. Ja, jetzt brauchst du nicht was über mich schreiben, Nachmacherin. Khan ist doof, ja, ja. Aha, ich glaube, so witzig ist das dann doch nicht. OMG. Oh, ihr könnt ja schreiben, oh mein Gott, wir wollten euch auch schon immer mal treffen. Sag mal, habt ihr eine WhatsApp-Gruppe irgendwie? Habt ihr das rumgeschrieben, dass wir bei diesem Spiel sind? Gott, wir sind hier voll belagert. Okay, so, wir nehmen jetzt noch den nächsten Tower of Hell mit. Und dann... Schauen wir. Oh ja, das sieht spannend aus auf jeden Fall. Ich habe irgendjemand geschrieben, nein, Khan ist nicht doof. Hier steht Who's Khan. Ich finde das cool, weil die Leute, die jetzt nicht aus Deutschland oder uns nicht kennen, ne, die denken die ganze Zeit, was geht hier ab, was geht hier ab. Ah, das sieht cool. Naja, natürlich. Natürlich, natürlich. Oh, was ist das denn? Irgendeine Röhre, mein Gott. So eine Röhre gab es halt eben oben.
Wird immer schlimmer hier. Wird immer schwieriger. Ja, einfacher wird es irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Nee, wird's auch nicht. Ich habe immer noch einen Ohrwurm. I have an apple. I have a pen. Boom! Pineapple pen. Und hast es geschafft? Die Röhre? Ich frage mich gerade, wie es jetzt hier weitergeht. Ach so, ich muss jetzt hier drauf springen. Ja, du bist gegrüßt, du bist in dem Video. Nein, 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 nein! Na! Wir haben nie das geschafft, es ist ja unmöglich. Leute, ich muss wirklich sagen, es ist wirklich sehr, sehr süß, wenn wir mit euch spielen. Ich finde das immer sehr, sehr nett. Was denn? Dass das euren Tag dann macht, dass wir mit euch zusammen hier Roblox zocken. Wir finden das auch cool. Dann könnt ihr mal in live sehen, wie schlecht wir sind. Ja. Jetzt bin ich hier. Oh Gott, oh Gott. Das ist echt schwierig. Also die erste Etappe, die ist echt nicht ohne, muss ich sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich hier rausspringen soll. Oh, einfach runtergefallen. Toll. Das Problem ist, ich weiß ganz genau, auch wenn man diese Etappe schafft, man weiß, gleich kommt wieder was noch Schlimmeres. Es wird nicht einfacher, das ist klar. Oh Gott. Also diese Röhre habe ich noch nicht überstanden. I have a pen! I have an apple! Apple pen! Das Ding bewegt sich ja auch noch. Geht kaputt. Der Zombie führt. Jetzt bin ich, ey, ich krieg zu viel. Ich kriege zu viel! Toll, zu früh gesprungen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Wie kann man das so übertreiben? Wie kann man das so übertreiben? Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Ich habe richtig Hunger. Boah, oh. Nee, das ist ganz schlecht, Kahn. Das ist eine schlechte Kombination gerade. Ich hab's geschafft! Nein! Mann! Ich raste aus! Schlimm, ne? Ja, man ist so unter Strom und man hofft so, dass man es schafft, aber dann schafft man es nicht. Man möchte am liebsten, ach, weiß ich auch nicht. Oh Gott, oh Gott. Etwas kaputt machen. Oh Gott. Yes! Ich bin auf der Röhre. Wo geht's hier weiter? Jetzt musst du auf diese Dinger da drauf. Oh, das habe ich auch geschafft. Mein Gott, so weit war ich noch nie! Nein! Und ich springe einfach ins Loch. Also einfach ins Leere. Oh, ich habe mich, glaube ich, noch nie bei der Obi so doll aufgeregt wie hier. Okay. Okay. Nein! Oh Gott. Okay. Ja, Nina, ich gebe es. Wo soll ich denn hin? Ja, eigentlich? Sowieso nicht mehr schaffen. Darauf? Okay, okay. Okay, ich bin auf dem Violetten. Yes! Warst du das schon mal? Ja, ich war ganz oben beim Violetten und bin dann gestorben. Ach komm, erzähl keinen Quatsch. Ja. Da war was! Nein! Bis unten. Ey, ja, komm, Leute, das reicht für heute. Das war The Tower of Hell bei Roblox. Hat uns wirklich aber sehr, sehr gefallen. Werden wir definitiv noch mal machen. Ja, und es war wirklich für uns die Hölle. Ja. Und es ist halt sehr, sehr spannend. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es gefällt, Daumen nach oben, überhaupt kein Problem. Fühlt euch gegrüßt, alle, die heute hier mit im Video waren. Ihr wart Teil von viel mehr Apps und Games für ein Video. Und sonst seid ihr natürlich ein großer Teil unseres Kanals. Selbstverständlich, ohne euch würde das hier alles nicht funktionieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut euch weitere Videos an oder guckt auch gerne auf Instagram vorbei. Kahn-XY. Und Nina-na klar. Ciao. Tschüss. Nein, nein. Komm schon. Komm schon. Was? Hey Leute, was geht? Kahn im Beispiel mehr Apps und Games und Leute, willkommen zu einer zweiten Runde Tower of Hell. Ja, beim letzten Mal hat mir das so viel Spaß gemacht. Das war so eine Herausforderung. Ich habe es noch nicht mal geschafft, dass ich das heute nochmal zocken will. Und wir haben einen neuen Turm der Hölle. Heute bin ich mal alleine. Nina kann gerade nicht, ist aber nicht schlimm. Ich werde das jetzt mal alleine zocken. So, hier lang, hier lang. Oh Gott. Dann versuche ich es mal hier lang. Ja, ich werde das aber von der Zeit definitiv nicht schaffen. Und natürlich falle ich hier schon runter.
Also dieser Tower of Hell, guck mal, da ist hier jemand sogar oben schon angekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist auch heute mein Ziel, Leute. Habt ihr schon mal bei Tower of Hell, und bitte seid ehrlich, ich weiß, dass ihr ehrlich seid, aber trotzdem. Ist das nochmal? Habt ihr es bei Tower of Hell schon mal ganz nach oben geschafft? Mann! Das ist ja Frust hoch 10. Ich finde es auch immer nervig, dass man immer wieder den Weg hier gehen muss. Da verliert man halt viel Zeit. Das gibt's doch nicht. Jetzt schaffe ich das hier noch nicht mal. Man, da ist schon einer wieder. Die ist schon wieder ganz weit oben. Wie schafft die das denn? Ihr merkt das. Es ist wirklich nicht einfach. Wie hat ihr das bis nach da oben geschafft? Oh Mann! Also den Tower of Hell schaffe ich hier, habe ich gar nicht geschafft. Okay, ist es ein neuer Tower of Hell? Der sieht irgendwie machbar aus. Der sieht machbar aus. Ich versuch's. Aber ich kann für nichts garantieren. Ach so! Die verschwindene! Ja, das ist natürlich jetzt kein Vorteil, wenn Leute halt vor dir sind und auf diese Platten gehen. Also die kommen und verschwinden wieder. Okay, das heißt hier drauf. Okay. Mann! Könnt ihr nicht mal gehen? Ich werde schon sehr nervös, wenn die Leute neben mir die ganze Zeit springen. Hinter mir. No gravity. Okay. Jetzt ist die Frage, ob man da drauf, auf die leuchtenden Dinger drauf darf. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nein! Nein! Oh, dein Ernst? Das ist nicht dein Ernst. Was haben diese Pfeile hier eigentlich zu bedeuten? Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Nein! Okay. Von da dann. Nein, wie konnte ich denn die Kugel da berühren? Ach so, weil oben, glaube ich, schon mehrere Leute sind, wird die Zeit dann immer. Ah, okay. Ich glaube, das heißt dann, 8 Leute waren schon oben. Und dementsprechend wird das dann immer. Wird die Zeit dann immer schneller, schneller. Scheint ein einfacher Tower gewesen zu sein, den ich noch nie mal geschafft habe. Es ist wirklich nervig, dass halt so viele Leute in einer Lobby sind und dann kann man halt nichts sehen. Ja, ihr merkt es. Ich bin der Meister der Ausreden. Es ist wirklich sehr, sehr frustrierend, Leute. Sehr. Okay, verstehe ich noch nicht so ganz. Okay, ich glaube, ich muss hier lang.
Wow. 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 Aber bisher hat es noch keiner nach oben geschafft. Das heißt, einfach scheint dieser Tower hier nicht zu sein. Eine Höllen-Obi, sage ich euch. Okay, und dann? Jetzt komm ich da denn hoch? Oh. Wie schaffe ich das denn jetzt? Macht sie das? Mann, warum komme ich denn hier nicht hoch? Okay, jetzt habe ich es geschafft. Uiuiui. Ist die so schnell? Nein, nein, nein! Mann! Das kann doch nicht sein! Ja, ich weiß es nicht. Es macht Spaß, aber dass man halt ohne Checkpoints immer. Ist eher wie so ein Speedrun. Okay, so weit rum war. Okay, man kann ja zwei Wege gehen, aber ich sehe schon, von der Zeit her wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Oh nein, ich werde es von der Zeit nicht schaffen. Wow. Nein, nein, komm schon. Komm schon. Was? Ich war oben, ich war oben. Nein. Ich war oben, Leute. Oh nein! 2-3 Sekunden, gib mir nur 10 Sekunden mehr, ich hätte es geschafft. Ich war oben. Oh. Na gut, auch wenn ich es nicht geschafft habe, ich bin schon zufrieden, dass ich das jetzt mal einmal geschafft habe. Mein Herz, Leute, ne? Die Sache von eben ist immer noch wow, einfach nur wow.
Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das schaffe. Und dass es dann auf einmal zu Ende war. Und ich habe schon gesehen, dass ich in dem weißen Bereich war. Rechts, wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal zurückgehen. Da hat man gesehen, dass ich oben sozusagen im weißen Bereich war. Aber ich glaube, ich muss den Checkpoint auch erreichen, um mir die Punkte dann sozusagen zu holen. Und natürlich falle ich jetzt hier durch. Ich muss schon sagen, ich glaube, momentan ist das wirklich mein Lieblingsspiel, Tower of Hell. Weil es so richtig herausfordernd ist. So mit Obi-Charakter gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Na egal, ich bin zumindest nicht ganz unten gelandet. Kann ich nicht sehen. Mann! Ja, das ist jetzt aber unnötig. Aber jetzt verliere ich hier wieder Zeit. Und gleich schaffe ich es wieder nicht nach oben. Ich bin immer noch geflasht von ihm. Disco. Was ist mit dem Disco hier? Oh. Ach, ich muss mich mitbewegen. Es ist sehr, sehr unnötig gerade. Das hätte man mir auch vorher sagen können, dass man sich mitbewegen muss. Aber nein! Es tut mir leid, wenn ich heute, ne, wenn ihr heute nur das Gameplay. Was heißt Gameplay? Ich bin halt ein bisschen ruhiger, aber ich glaube, damit habt ihr nicht so das Problem. Bisschen Musik, bisschen Roblox, das reicht euch doch schon. Und Ferien. Wer hat eigentlich Ferien von euch? Ich sollte auch mal zu. Guck mal, jemand ist schon oben angekommen. Da würde ich auch mal gerne hin. Ah, guck, das soll das, glaube ich, heißen. Zwei sind jetzt oben. Dementsprechend ist die Zeit jetzt ein bisschen, läuft die Zeit genau ein bisschen schneller ab. Ja, genau. Damit die oben nicht so lange warten müssen. Naja gut, wir warten kurz auf den nächsten Tower of Hell, weil das bringt hier absolut gar nichts mehr. Gut. Ich glaube, den Tower of Hell hatten wir auch noch nicht. Also, letzte Runde. Mal gucken, wie es jetzt wird. Es sieht definitiv nicht einfacher aus als eben. Nein. Oh. Hier zu viel. Die eine, die ist da richtig gut dabei, muss ich sagen. Die gewinnt hier die ganze Zeit. Die bewegen sich ja. Oh, ey, das ist doch viel zu heftig am Anfang. Die drehen sich. Ich will doch nur in den nächsten Bereich. Ist das zu viel verlangt? Ist das von mir, von Khan, ist das zu viel verlangt? Okay, das haben wir geschafft. Oh. Oh! Unnötig. Solange niemand oben ist, ist das gar nicht so schlecht, weil solange läuft die Zeit auch noch normal ab. Sobald dann natürlich jemand oben ist, und was ich schon sehe, obwohl, nee, da ist gerade mal jemand bei der Hälfte. Ungefähr. Also,
Wenn das einer schaffen sollte, gut ab. Ich habe schon Probleme. Ja. Nein, 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 nein! Es ist unnötig. Es ist sehr, sehr unnötig gerade, was hier alles passiert. Der Typ hier neben mir, der war eben ganz oben. Ich glaube, der hat es auch nicht hinbekommen. Vielleicht nehme ich den Weg hier. Links mal. Zumindest bin ich bei grün angekommen und eine ist schon oben, aber ich glaube, die Warte. Ah, ich glaube, wenn man den Checkpoint dann berührt, ich glaube, die Warte, ich glaube, die ist so nett und geht nicht. Obwohl, doch, jetzt sind die ersten beiden oben und die Zeit läuft schneller. Oh Gott. Was? Wie soll man denn da. Okay. Dann ist ich, glaube ich. Nein. Das kriegt man, also, ich weiß nicht, wie schnell die das da hinbekommen hat, aber ich kriege es nicht hin. Okay, Leute, das war's. Das war eine neue Runde Tower of Hell, diesmal solo und ich habe sie viel besser gemacht. Aber ich bin bei einem zumindest oben angekommen. Ich habe zwar nicht mehr diesen Checkpoint oder so berührt, aber ich habe es meiner Meinung nach schon ein bisschen geschafft. Oder Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was euch gefällt. Gerne Daumen hoch, wenn es gefällt, Daumen hoch, überhaupt kein Problem. Lasst doch gerne ein Abo da, gerne auch die Glocke aktivieren, alles kostenlos natürlich und auch gerne kostenlos kommentieren. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video oder auch gerne auf Instagram, kan-xy und ich bin raus. Ciao! So. Wenn ich runterfalle, bin ich angeschmiert, weil ich niemals es schaffen werde. Nein, ich wusste es. Oh nein. Guck mal, Leute, beeilt euch doch mal. Beeilt euch doch mal, Mike! Mike! Hey, Leute. Was geht? Kann ihr mit? Nina, hallo. Hallöchen, Leute, wir sind mal wieder bei den Towers of Hells. Oder Tower Zeit of Hells. Läuft. Ja, die Zeit läuft schon. Das hat uns beim letzten Mal so viel Spaß gemacht. Ich habe das ja auch schon mal alleine nochmal gespielt. Und Nina, da habe ich es einmal eigentlich geschafft, ne? Ich war oben und genau wo ich oben ankam, war die Zeit vorbei. Ja. Oh. Ich kam oben an und die Zeit war vorbei. So, jetzt sind hier natürlich. Wie komme ich denn da nicht hoch? Boah, wie komme ich denn da auf den ersten. Ich komme hier nicht mal hoch! Wie komme ich denn auf das erste Ding drauf? Guck mal, der eine ist schon wieder richtig gut dabei. Der kann die Obis, der hat eben auch schon, bevor wir die Runde angefangen haben. Hä? Ich komme da gar nicht drauf. Das ist ja mega schwer. Ja, du musst doppel. Hä? Du musst einfach doppel. Sprung. Also an der Wand einfach Leertaste gedrückt halten. Aber wie kommt man denn. Man kommt gar nicht das erste Ding hoch. Ja, das finde ich auch nicht. Wie viele Leute einfach Probleme haben. Das erste Hindernis zu meistern. Ich glaube, danach geht's, aber das. Doch, das erste habe ich geschafft jetzt. Wie hast du das denn geschafft? Ich weiß auch nicht. Das. Jetzt komme ich hier auch nicht hoch. Hallo? Jetzt komme ich hier auch nicht hoch. Das kann nicht wahr sein. Ich bin jetzt schon auf so einen Turm geklettert und bin jetzt in der nächsten Ebene. Ey, das kann doch nicht sein. Ich komme hier nicht hoch. So. Wenn ich runterfalle, bin ich angeschmiert, weil ich niemals es schaffen werde. Nein, ich wusste es. Toll. Ich bin voll weit gekommen. Ich war, keine Ahnung, weit vorne. Im Pinken war ich schon. Oh Gott. Okay. Nein, was macht er denn? Geh einfach die Leiter hoch, Mann. Oh, regt der nicht auf. Schon. Ich bin jetzt auch bei Pink. Ich darf wahrscheinlich nicht auf die Leuchtenden treten. Oh, ich bin da abgeprallt von der ersten. Mist. Nein! Nein! Ich hab. Oh, ich dachte, das wechselt auf einmal die leuchtende Farbe und ich bin. Oh, ich bin auf der falschen Seite geblieben. Oh no. Aber da ist schon jemand mega weit, ey. Der ist schon fast bei Orange. Da hat schon jemand gleich geschafft. Ja. Ja, ich finde nach dem ersten, ich schaffe das erste Obstacle nicht. Guck mal, du kommst auch schon wieder nicht hoch, ne? Nee, das ist voll so zufällig.
weiß nicht, was ich falsch mache. Hä? Oh, wie? Ich hab was berührt? Oh! Es ist wirklich ein Höllenturm. Eine Höllen-Obi, sag ich euch. Eine Höllen-Obi. Direkt aus der Hölle. Mann, ich bin schon wieder abgeschmiert. Also, dass bei den ersten Hindernissen so viel... Das sehe ich auch zum ersten Mal. Aber anscheinend hat derjenige das nicht geschafft, oder? Dann würde die... Ja, genau, sonst würde oben da was stehen. Schneller laufen, ja. Hä? Das schaffe ich wenigstens. Ich möchte da hoch. Wieso haben die das schon am Anfang so schwer gemacht, dass man so lieber schafft hier? Ja, die ersten beiden Hindernisse sind mit die schwierigsten. Da wollte ich schon hier die Spreu vom Weizen trennen. Ich verstehe nicht, warum alle Leute da hochkommen. Achso, ich glaube, man muss gegen das Ding springen. Toll, und ich bin einfach runtergefallen. 4 Minuten noch. Okay, jetzt habe ich... Ey, das kann doch nicht sein! Ah! Mann! Oh, ich Was ist das nur? Also, versteh mich nicht falsch, ich liebe dieses Spiel, aber ich liebe es auch, rumzuschreien. Weiterzukommen. Das auch. Oh! Ich komme da nicht hoch mehr. Einmal habe ich es geschafft. Nein! Oh, ich bin von da oben runtergefallen. Aber nach Pink kommt noch 3 weitere Etappen. Oh Mann. Also ich sagte Nina, es wird nicht einfacher. Toll. Oh nö, jetzt bin ich ja wieder komplett runtergefallen. Also das Spiel besteht hauptsächlich daraus, runterzufallen. Bei mir. Braucht zu lange, um auf die Obi klarzukommen, auf diesen Tower. Und bis ich darauf klarkomme, ist die Zeit schon wieder abgelaufen. Oh ja, jetzt. Jetzt vermassel ich das schon wieder bei den. Das ist eine Höllen-Obi, sage ich euch. Stell dir mal vor, wir wären in echt in so einem Tower gefangen. Ich würde da niemals rauskommen. Ich hab's geschafft. Heilige. Macaroni. Hallo. Hallo. Hey. Es hat aber auch gedauert, damit ich jetzt endlich mal wieder da bin, wo ich vorhin schon war. Oh, vor 3 Minuten. Nee, komm, komm. Das bringt, bei diesem Tower bringt das sowieso nichts mehr. Ich warte auf den nächsten Tower. Nee, ich will wenigstens probieren. Ich komme nicht mehr in die beknackte Treppe hier hoch. Versuch's weiter. Ich warte auf die nächste, Obi. Mir bringt das hier nichts mehr. Absolut gar nichts. Null. Ich hab das nicht berührt. So, nach Pink. Ich glaube, nach Pink hätte ich das auch noch geschafft. Wobei, das dreht sich da. Nach Pink, ja, wobei, da kommt ich mach auch nichts mehr. Guck mal, es hat aber auch keiner bisher geschafft, ne? Es hat keiner geschafft. Alle aufgegeben. Egal, komm, wir starten direkt mit dem nächsten Tower. Sind ja noch ein paar Sekunden. 33 Sekunden noch. Ich nehme nochmal ein Stück Wasser und stärke mich nochmal. Ja. Okay, der nächste Tower ist jetzt da. Oh, der sieht ein bisschen... Ich will gar nicht wissen, was das ist. Der sieht ja echt komisch aus. Zumindest kommen wir über das erste Ding. Don't jump. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ich sehe einfach überhaupt nichts. Ah, man darf nicht... Ja, man darf nicht springen. Weil oben hast du... Jetzt müssen sich alle hier so lang krebsen. Hallo, geh doch mal. Oh, die regt mich auf. Guck mal, jetzt sind hier alle. Nina. Los, sehr gut. Führe! Okay, Pixels. Oh Gott, das war knapp. Okay, was ist jetzt hier? Nicht auf die Leuchtenden wahrscheinlich, ne?
Oh nein. Oh nein! Nein! Oh nein! Ich habe den Sprung nicht geschafft. Oh, ist das bitter. Komm, Nina, wenigstens du kannst es schaffen, oder bist du wieder unten? Nee, ich bin auch oben. Na komm, du kannst es schaffen. Ich bin reingelaufen. Schade. Und es gibt keine Checkpoints und wir müssen jetzt ja schon wieder lang krebsen. Ja, wenn vor mir die Leute sich ein bisschen beeilen würden, dann könnte ich das vielleicht auch. Ich dachte schon, ich schaffe den Sprung gar nicht. Das ist nicht, aber es ist halt sehr weit oben und ich krieg schon langsam wieder Höhenangst hier. Ja, los. Komm. Nein! Nein! Oh, ich bin drüber gesprungen. Boah, so weit war ich noch nie. Bei Rot musst du aufpassen. Da bin ich einmal drüber gesprungen, aber das ist machbar auf jeden Fall. Also so ja, schwer ist das nicht. Also Rot ist auf jeden Fall machbar. Hä? Zeit. Oh, das ist ja optisch, es ist ja eine Katastrophe. Nein! Oh, ich bin einfach komplett einmal durchgefallen. Durchfall. Ich krieg ja noch Durchfall. Oh nein. Guck mal, Leute, beeilt euch doch mal. Beeilt euch doch mal, Mike! Mike! Alan! Alan! Steve! Wo war das nochmal? Diese Erdmännchen. Ja. Alan! Steve! Alan! Steve! Alan! Steve! Steve! Alan! Alan! Ey, ich hab doch nichts berührt. Ich hab doch nichts berührt. Soll ich dir eine geben oder was? Keinen Leuten Schläge androhen. Das nein, nicht Leuten. Ne? Roblox. Im Spiel. Roblox ist was anderes. Einem Spiel darf man Schläge androhen. Aber kein Menschen. Und kein Tieren. Und keinen anderen Lebewesen, aber spielen ja. Weil Spiele vermeintlich nicht leben. Ja, leben schon, aber sie fühlen keinen Schmerz. Nein! Ich hab's nicht auf die blaue Leiter geschafft. Am Ende oder am Anfang? Nach diesem blauen Schachbrett. Ja, das ist bitter. Da bin ich an der Leiter. Ich bin zu kurz, also nicht hoch genug gesprungen. Ja. Dieses verflixte Spiel. Hallo, geht's noch langsamer? Lass mich zufrieden. So, okay. 3 Minuten. Ich habe nur noch 2 Minuten 55, um den Tower zu schaffen. Bitte lass mich durch, es ist ein Notfall. Ich bin Arzt, Dr. Nina. Nein, schon wieder übersprungen. Ey, an der gleichen Stelle bin ich schon wieder drüber gesprungen. Mann, ey! Hä? An welcher Stelle denn? Oben bei Rot. Oh, guck mal, einer hat's gleich geschafft. Oder eine in dem Fall. Ich hab noch nie einen Tower geschafft, vielleicht auch nicht mehr in diesem Leben. Also den einen Tower, ich hätte wirklich, es wäre schöner gewesen, hätte ich wirklich den Checkpoint erreicht. Aber ich hatte ihn da schon in der Folge gesehen. Ich glaube, der Ding, das ist weiter weg. Das mach ich nicht. Oh Gott, dieses Spiel, das ist einfach, es tut einem richtig weh, wenn man stirbt. Ja, ne? Im übertragenen Sinne natürlich. Ich habe jetzt keine Verbrennung, weil ich in die Lava gefallen bin, aber trotzdem. Aber es ist schon sehr, sehr frustrierend. Es ist schlimm. Ich sehe auch hier gar nichts. Ja, guck, zwei haben es jetzt. Oh, hier ist einer, der hat so riesige Flügel und wenn der vor einem ist, dann sieht man einfach gar nichts mehr. Selbst wenn der hinter einem ist, sieht man nichts mehr. Was ist denn mal 2? Ach, doppelt so schnell? Ja, die Zeit läuft doppelt so schnell. Ja. Jetzt bin ich hier. Nein, oh Gott, ich bin so blöd. Na egal, ich schaff's nicht mehr. Also ich bin fast bei Rot bis zum Ende sogar gekommen, Nina. Oh. Also einen Tower nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Einen noch. Noch ein Tower? Einen noch. Ja, es waren 2 gerade mal. Es waren gerade mal 2, chill mal. Einen Tower nehmen wir noch mit. Und da werden wir nach ein paar Minuten sehen, ob wir es schaffen oder nicht. Na gut. Na gut. Der eine sagt, der mit dem Flügel sagt Dance. Dance if you don't care. Ja, stimmt. Hast du recht.
Dance if you don't care. Oh ja, die Obi sieht. Die Obi aber sieht, es geht schon weiter. Die Obi sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Mike, ey, ehrlich. Mike. Mike, was tust du? Mike. Alle! Steve! Mike! Mike! Okay, schaffe ich das jetzt? Oh Gott. Hä? Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Was ist denn hier los? Ja, das ist. Wie nennt man das? Invertiert. Aber du schaffst das schon. Ich sehe das schon bei dir. Oh, ich bin runtergefallen. Aber den ersten habe ich geschafft. Wenn da so viele Leute auf einem Haufen stehen, das wird wieder nichts. Das sind sehr seltsame Sprünge, die man hier absolvieren muss. Oh Gott. Ja, der zweite Sprung ist gar nicht so einfach. Wie soll man... Jetzt bin ich hier schon wieder bei diesem ersten... Warum können die... Das ist halt das Frustrierende. Können die nicht einfach... Bei dem ersten Hindernis. Hallo Karnina, hallo Roller Girl. Boah, das ist voll schwer. Das ist richtig schwer. Guck, ich fall hier die ganze Zeit runter. Ey, dieses Spiel, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wahr sein. Ich sage euch. Es ist die wahre Hölle. Ey, jetzt falle ich hier die ganze Zeit hin. Boah, dieser Tower, ne, der regt mich so. Geht weg! Lass mich! Eine Höllen-Obi. Ich sag's zum dritten, vierten Mal. Eine Höllen-Obi. Es ist die Hölle. Wir werden hier von der Zeit verfolgt. Wir müssen der Zeit entkommen. Guck mal, hier hat einer Stranger Things Skin. Ja, jetzt bin ich wieder runter. Oh, diese. Ey, das geht gar nicht, wenn da so viele Menschen sind. Also Roblox, Avatare. Meinst du, es wird noch unübersichtlicher, ne? Ja, weil man muss sich ja ganz nah an den Rand stellen, damit man so halb drauf steht, um dann da drauf zu springen. Das geht aber nicht, weil man selber sich nicht sieht. Das ist irgendwie echt. Da gebe ich dir sowas von recht. Jetzt entweder springen oder springen nicht, aber dieses Rumgeeier. Oh, das geht nicht! Oh, guck mal, die eine hat's geschafft. Die eine hat's tatsächlich geschafft. Sogar zwei. Zwei Leute haben's geschafft. Mike ist natürlich nicht mit dabei. Guck mal, jetzt falle ich schon wieder runter. Mike. Alles wegen Mike, ey. Mike wird zur Hassfigur hier bei uns. Mike übernachtet in der Kita. Also nicht alle, die Mike heißen, sondern nur der Mike hier gerade. Und wenn du ein Zuschauer bist, dann auch nur für dich. Ich glaube, bei keinem Tower bin ich so wenig vorangekommen wie bei dem. Guck mal, ich bin schon wieder. Kennst du so kleine Kinder, die so heulen so? Und dann so 10 Minuten ja. Ruhe, 10 Minuten Ruhe. Und dann so ausatmen. Wo du denkst, es ist eigentlich schon vorbei. Und dann fangen sie nochmal an zu heulen. Wie so eine Sirene. Also nichts gegen Leute, die so. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Wie, du hast es geschafft? Geschafft? Nein, also... Oh nein, am Ende muss man das nochmal machen. Nein! Boah! Mann, da kommt sogar noch ein drittes Mal. Nicht nur zweimal, oh, sondern... Nein! Sogar ein viertes Mal. Ich mach auf, ich bin wieder runtergefallen! Es kommt sogar ein viertes Mal. Ich krieg zu viel, echt? Okay, jetzt habe ich es gefühlt ein bisschen raus. Mike, verschwinde! Mike macht mich schon wieder. Klar. Was macht denn dieser Typ von Stranger Things? Der guckt die ganze Zeit nur gegen die Wand. Also entweder springst du oder lässt es. Guck mich nicht so an, das sieht gefährlich aus mit diesen Tyrophobia-Szenen. Mann! Da kribbelt meine Nase. Was? Da kribbelt meine Nase. Ich krieg hier zu viel. Selbst die hält die Anspannung nicht aus. Also dieser Tower, ne, war sowas von frustrierend gerade. Boah, so weit war ich noch nie. Hau jetzt ab! Ja genau, jetzt kommt noch zweimal. Zweimal noch? Ja, da jetzt nochmal. Wieso schafft die das denn so einfach? Ich will nicht, runterfallen. Nein! Nee, komm, das reicht. Das reicht. Ich krieg das nicht mehr hin. Ein Versuch mal hier noch. 2 Minuten. Guck mal, noch nicht mal ansatzweise ist jemand über Gelb hinausgekommen. Mal ansatzweise.
Also wer diese Tower of Hells hier produziert und kontrolliert. Ja? Nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich Das war die Hölle. Vor der Zeit sind wir heute echt nicht entkommen in dieser Höllen-Obi. Leute, wenn es euch trotzdem Spaß gemacht hat, uns hier zuzuschauen beim Versagen, gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Lasst gerne ein Abo da, kostenlos, und aktiviert auch gerne die Glocke. Nina, falls ihr weitere Videos schauen wollt, kannst du gerne Instagram abchecken, Nina. Zum Beispiel deinen eigenen Account, wie heißt der denn? Nina unterstrich, na klar. Und meinen Kahn unterstrich XY. Und jetzt sind wir weg. Tschüss. Ja, das war's. Und Mike, dir auch tschüss. Ab in den Himmel. Bis dann, tschüss. Ciao. Okay, was ist das jetzt? Dein Ernst? Wie soll man das denn bitte schaffen? Hey Leute, was geht? Kleine Beispiel mehr zu GameZone. Leute, ja, es wird wieder Zeit für Tower of Hell bei Roblox. Ich werde das jetzt einmal wöchentlich mindestens spielen, um es bis an die Spitze zu schaffen. Wenn ich es an die Spitze geschafft habe, dann können wir das als geschafft... Da können wir ein Häkchen hintermachen. Ne? Check. Aber bis ich das hier geschafft habe, werden wir das erstmal noch wöchentlich spielen. Ne? Ist mir egal. Ich weiß, es ist immer zwischendurch, sind es andere Obis, so nennen wir das mal, oder andere Türme. Ne? Aber ich möchte das auch einmal schaffen. Ob es ein einfacher Turm ist oder nicht so ganz einfach, ist mir im Grunde egal. Sondern ich möchte es einfach nur schaffen. Okay, ich glaube, wir sind den falschen Weg gegangen. Ja, komm mal mit. Wir sind den falschen Weg gegangen. Definitiv. Wir müssen da hinten lang. Okay, was war das jetzt? Warum hat da jemand jetzt so eine Staubwolke? Oder warum ist hier so eine Staubwolke jetzt? Ja, ein bisschen unfair ist das schon. Als ob dieser Tower of Hell nicht schwer genug wäre, gibt es jetzt hier noch so einen Sandsturm. In diesem Turm. Okay, wo geht's weiter? Ich glaube in diese Richtung. Hat sich das jemand gekauft? Oder ist das bei dieser Map hier drin? Ich weiß es echt gesagt nicht. Okay, vor mir ist auf jeden Fall noch eine Person. Das heißt, die könnte eher als ich da sein oben. Und das heißt wieder, dass die Zeit dann knapp wird. Deswegen muss ich hier auf jeden Fall vorsichtig sein. Ja, wenn ich da... Oh nein, wenn ich das schon sehe. Und dann noch mit dem Sandsturm, mit dem Nebel hier. Das war knapp. Oh, ich bin ziemlich nervös. Dein Ernst? Ich muss jetzt... Das war knapp. Das war ziemlich knapp, sage ich euch. So, man kann jetzt entweder diesen Weg hier gehen oder diesen Weg. Ich glaube, ich wähle jetzt erstmal den, auch wenn ich nicht weiß, ob der... einfacher ist. Eigentlich nicht. Jetzt geht... Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Guck mal, die eine Person ist schon fast oben. Okay, geht's hier wieder hoch? Ich weiß es nicht. Okay, was ist das jetzt? Dein Ernst? Wie soll man das denn bitte schaffen? Besonders jetzt mit dem Nebel. Ich nehme wirklich nur immer... Oh Gott. Zur Seite springen ist von der... von dem Timing her irgendwie komisch. Guck mal, jetzt die Zeit bei zweimal. Sie hat schon geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Also ich bin noch nicht gestorben, aber es wird von der Zeit wieder sehr, sehr knapp.
Muss ich nach da oben oder? Okay, warte. Versuch's mal so. Okay, jetzt muss ich da nach oben. Okay, dann da. Okay, dann da. Sag nicht, ich hab's geschafft. Sag bitte nicht, ich hab's geschafft. Warte, ich lauf da mal dahin. Also es scheint so, als hätte ich es geschafft. Ja! Ich hab's wirklich geschafft! Leute, endlich! Oh! Aber was muss ich machen? Muss ich da durch? Muss ich in die Flamme? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall habe ich es bis nach oben geschafft. Wenn ich jetzt hier durchgehe, was dann? Ah, okay, jetzt habe ich es erst geschafft. Ah, okay, man muss das Dings hier berühren. Okay. Ich habe es geschafft. Ich habe endlich meine Obi geschafft. Also, den Tower of Hell gehen. Und das mit einem Sandsturm. Also, ich bin stolz auf. Wir werden jetzt natürlich noch ein, zwei Tower of Hells hier spielen heute. Aber das wöchentliche Tower of Hell scheint schon vorbei zu sein. Denn ich habe es geschafft. Es sei denn, wir wollen mit Nina nochmal weiterspielen. Dann machen wir das definitiv. Aber alleine habe ich das jetzt erstmal geschafft. Und ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich das auch gerade da geschafft habe, wo es diesen Sandsturm gab. Da bin ich doch ziemlich stolz auf mich. Vielleicht schaffen wir ja auch den zweiten heute. Ich muss da hoch. Okay, ja, das ist aber nicht so einfach. Ja, genau. Es ist gar nicht einfach, um ehrlich zu sein. Ich darf wieder von unten starten, aber ich bin ganz ehrlich, jetzt bin ich gut drauf. Und wir haben es auch direkt geschafft. Ich glaube, ohne einen Tod. Das heißt, direkt von Anfang an waren wir gut dabei. Aber es war echt nicht einfach, Leute. Geht hier nach oben. Hier, das ist eigentlich ziemlich easy, muss ich sagen. Ich glaube, Donut hat es eben auch geschafft. Die war sogar noch schneller als ich. Aber man muss oben das Weiße berühren, auf jeden Fall. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ich wäre da, hatte ein bisschen Angst erst, dass ich dadurch dann runterfalle. Aber erst dadurch wird es bestätigt anscheinend. Dann gehen wir jetzt nochmal hier oben lang. What? Okay. Gar nicht so einfach. Aber dass ich der Schnellste in dieser Obi bin, hätte ich niemals gedacht. Oder der Zweitschnellste. Also ich bin schon happy. Aber diese Stelle, guck mal, oben sind auch schon welche angekommen. Wow. Okay, anscheinend könnte man das hier auch schaffen, wenn ich... Ja, guck mal, jetzt haben, die hat es schon geschafft. Ich glaube, die zweite Person schafft das gleich auch. Und dann sieht es von der Zeit gar nicht mehr so einfach aus. Weil jetzt ist die Zeit schon schneller geworden. Und gleich wird es wahrscheinlich noch mehr. Also das wollte ich gerade. Ich wollte gerade sagen, das ist ja easy hier. Ist es aber nicht. Ich glaube, ich würde das aber auch machen. Wenn ich gleich oben bin, dann würde ich nicht direkt drücken. Aber bei mir war die Zeit sowieso schon relativ fortgeschritten. Aber man kriegt auch, glaube ich, Belohnung dafür. Also die eine Person oben hat es, glaube ich, noch nicht aktiviert. Ich glaube, hier sind wieder ein paar Zuschauer von uns auch dabei. Grüße an euch. Also falls ihr mit uns mal spielt, dann habe ich kein Problem, jemanden zu grüßen. Zum Beispiel die, die hier heute mitgespielt haben. Ja, ihr seid in einem Video mit dabei. Jetzt muss ich mich ja mal wieder ein bisschen konzentrieren. Ich bin aber immer noch so froh, dass ich... Ja, guck, jetzt von der Zeit her werden wir es nicht mehr schaffen. Okay. Nehmen wir den nächsten Tower mit. Hier habe ich auch ein bisschen meine Probleme bei diesem Ding hier.
Ja, okay. Wir nehmen den nächsten Tower Fair mit, der sowieso jetzt schon sofort... Ja, anfängt. Okay, das ist... gar nicht so einfach. Das ist ja richtig schwer sogar. Dann mache ich das jetzt mal so. Von der Seite. Achso, das in der Mitte. Ah, okay, 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 okay. Sorry, Leute. Aber eben muss ich auch sagen, wo ich dann eher alleine unterwegs war, kam ich besser klar. Jetzt nichts gegen die Leute hier, weil ich bin ja auch genauso dabei. Aber es ist schon leicht verwirrend, wenn man dann mit... Hätte das hier hochgeschafft. Okay, so langsam. Das war jetzt etwas komisch, denn ich habe es eigentlich meiner Meinung nach... Ich glaube, das ist der echte... Ja, weil wenn ihr über uns reden solltet, ja, wir sind es. Also jemand mit meinem Namen und meinem Outfit wird es nicht oft geben. So, einmal hier durch. Das ist echt ziemlich witzig. Wenn ihr alle so durchgeht. Geschafft. Jetzt geht es sozusagen, glaube ich. Okay, da muss ich so schnell wie möglich eigentlich. Ja, ja, okay. Okay. Sieht vielleicht einfach aus, aber das ist es nicht. Eigentlich eher ziemlich schwierig. Ach komm, die eine ist jetzt schon bei Türkis angekommen oder sogar schon bei Blau gleich. Da werde ich aber auch erwischt. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich dachte, da bin ich sicher, aber anscheinend nicht. Aber die Mitte laufen, das kann gar nicht sein. Ach guck mal, ich habe jetzt Tempo erhöht von allen, glaube ich. Aber dann habe ich das Gefühl, ist auch das hier ein bisschen anders geworden. Aber wie schaffen wir das denn jetzt hier? Ich glaube, ich gehe einmal hier runter. Dann springe ich. Nein! Ich bin gegen die Wand gesprungen! Leute, bewegt euch. Ah, das war mein Fehler. Ich weiß, es war mein Fehler. Die Leute mussten sich nicht bewegen. Kanister, ja. Hi. Och Mensch, warum kriege ich das denn hier nicht hin? Hätte ich das mit dem Speed vorher gecheckt, dann hätte ich das natürlich schon vorher angemacht. Dann wären wir hier alle ein bisschen schneller unterwegs.
glaube, ich springe nochmal. Okay, so, jetzt habe ich es mal geschafft. Aber gleich habe ich natürlich keine Zeit mehr. Ja, hier wird es aber ehrlich gesagt auch nicht viel einfacher. Ja. Aber zumindest kann ich hier wieder hoch. Aber ich habe keine Zeit mehr. Das ist ein bisschen blöd. Habe ich das vorher geschafft? Ja. Sag mal so, habe ich das ein bisschen vorher geschafft? Dann wäre das vielleicht hier sogar was mit der Obi noch geworden. Ja. Ich behaupte mal, ich hätte es vielleicht noch geschafft. Ja, okay, doch nicht. Aber ihr seht, also danach geht es eigentlich. Okay, wir nehmen noch die letzte Obi mit. Die letzte, den letzten Tower of Hell nehmen wir definitiv noch mit. Ja, der sieht ziemlich kompliziert aus. Was kann man sich dann noch holen? Nebelig. Niedriger reduzieren. Aber ich habe leider kein Geld mehr. Das tut mir leid, hätte ich das vorher gewusst. Aber was kostet das denn? Oder kann man hier nur... Kann ich mir das denn holen? Ja, komm. Warte. Okay, so. Hohes Tempo. Okay. So, damit haben jetzt alle hier hohes Tempo von Anfang an. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt mal hin. Ja, danke, dass ich da einfach wieder runterfalle. Leute, ich habe euch extra Tempo besorgt. Jetzt diskutiert nicht darüber, ob ich der echte Kahn bin oder nicht, sondern spielt einfach. Kann mir jemand sagen, wer Kahn ist? Endlich mal eine vernünftige Frage. Ich krieg zu viel. Das ist so, das ist sehr komisch, wenn halt sehr viele Leute da drauf sind. Aber jetzt zählt es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Denn guck, eben war es auch so. Ja, genau. Nein! Oh, ich Idiot! Danach war es, also man sieht immer teilweise, ne, werden einzelne Sachen von den Towers von den Türmen übernommen. Aber ist ja auch normal, ne? Ich fange gerade die Frage an, das passt, das ist wieder mein Humor. Kann mir eigentlich jemand sagen, wer Kahn ist? Genau so. Wer ist das überhaupt? Gefällt mir. Ich bin so blöd. Für mehr Apps und Games. Oh, guck mal, da macht jemand sogar Werbung für uns. Dankeschön. Ey, ich bin so blöd! So, Platforming. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss hier drauf. Nein, nicht hier! Oh, Eichhorst! Hab noch nie was von ihm gehört. Das freut mich. Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein! Ich bin so schlecht! Mann! Ich krieg noch nicht mal die ersten Sprünge hier hin. Ja, ich glaube, dieser Tower, also ich muss schon sagen, den Tower, den ich hatte, wo ich es geschafft habe, der war definitiv bestimmt einfacher. Der war definitiv einfacher. Okay,
Ich bin wieder bei den Plattformen angekommen. Also den Tower werde ich niemals schaffen. Bei so wenig Zeit. Niemals. Jetzt muss ich hier aber nur ein bisschen abwarten. Nicht zu schnell. Das war's. Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Na? Ich habe den Tower of Hell geschafft. Damit ist es tatsächlich schon wieder vorbei. Wir werden mit Nina bestimmt hier und da mal wieder spielen. Liebe Grüße an alle, die hier heute bei diesem Tower of Hell dabei waren. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, gar kein Problem. Lasst doch gerne einen Daumen... ihr wisst Bescheid. Abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, wenn ihr wollt. Und Kahn schreibt wenigstens eine Sache. Okay. Bis jetzt beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.